Schlimmer als der Teufel will ich sein. Wie stell ich das an? Die drei goldigen Haare vom Teufel, die muss man rausreißen und immer bei sich behalten. Dann wird man mächtiger und böser als er. Entweder bringst du mir die drei goldenen Haare oder du wirst mein Tochterkind nie wiedersehen. Ich denke, bei meinem Glückskind, da freuen sich alle. Aber ausgerechnet das ist mein schwierigster Fall. Ich habe eigentlich nie ein Problem mit den Kunden, aber beim König hätte ich gescheiter ein Märchen erfunden. Wieso einem darf man nicht die ganze Ware erzählen? Der will nur alle quälen und umbefehlen. Also der König, was ist das für einen? Ein böser, ein fieser, total gemeiner. Wer alle drei Haare gleichzeitig hat, wird böse. Wegen dem möchte ich Vater sie auch haben. Der regt mich auf, der regt mich auf, der regt mich auf, der regt mich auf. Ich halte es nicht mehr aus, ich brauche frische Luft. Wenn ich König wäre, ich würde schauen, dass es allen Menschen gut geht. Es gibt hier nur einen Teufel! Und der bin ich! Mein allerschlimmstes Wundervoll. Baby. Wundervoll! Oh, jetzt warst du aber richtig böse. Ich bin so süß wie Honig. Aber nicht uns, ich gefall euch noch nicht. Wenn er es begriffen hätte, ich einen langen Haar auf und würde in ein schickes, höfisches Kostüm stecken und ein Viertelstündchen mit ihm üben, würde er noch tausendmal mehr Töne treffen als du und er ist recht noch besser ausgesehen. Oh Gott, ja, das war jetzt ziemlich deutlich, aber... Ja, dann...